willkommen, Herr Soder, hier im VDMA-Stand zur Hannover Messe 2023. Als COO of SAW Eurodrive und Mitglied des Vorstandes des Fachverbandes Antriebstechnik steht ja das Haus SAW für moderne Antriebskomponenten. Und Sie sagen ja selbst, das ist der Schlüssel zum Erfolg der industriellen Transformation. Können Sie nochmal sagen, industrielle Transformation, was heißt das für SAW Eurodrive? Also industrielle Transformation ist ein Thema, mit dem wir uns im Hause SAW Eurodrive jetzt auch schon seit vielen Jahren beschäftigen. Wir haben einen Ansatz gewählt, indem wir unsere Geschäftsmodelle auf zwei Säulen gestellt haben. Wir haben einmal ein Geschäftsmodell für intelligente Komponenten, für die Bereiche der Antriebstechnik. Diese intelligenten Komponenten sind in der Lage zu kommunizieren nach außen mit übergeordneten Systemen. Und diese Komponenten erfinden wir immer ein Stück neu. Wir machen sie digitaler. Wir helfen damit, dass die Kunden schnell in ihre neuen Konzeptionen einbinden können. Und die zweite Säule der SAW Eurodrive ist der Ausbau der Systemlösungskompetenz. Das heißt, diese intelligenten Komponenten, die wir auch unseren Kunden zur Verfügung stellen, mit denen realisieren wir intelligente Applikationslösungen für die unterschiedlichsten Branchen. Und damit schaffen wir ein Stück Einzigartigkeit in der Produktion der Zukunft, für die Smart Factories der Zukunft, ein Stück Wettbewerbsfähigkeit für die Industrie. Das ist unser Ziel. Ja, und ich glaube, ein wichtiges Schlagwort ist dabei das Thema Technologieoffenheit. Gerade auch was die Antriebstechnikarten angeht. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern? Ja, ich glaube, proprietären Systemen ist eigentlich der Tod angesagt darüber. Wir brauchen heute offene Kommunikationssysteme. Wir müssen auch Kunden letztendlich ein Stück in unsere Softwarelösungen eindringen lassen, damit sie sie intelligent in ihr Gesamtsystem einbinden können. Und gerade das, glaube ich, offene Steuerungssysteme, Anpassungsfähigkeit, Wandlungsfähigkeit sind Herausforderungen der digitalen Transformation. Ein weiteres Thema, dem sich SAW Eurodrive widmet, ist ja das Schlagwort Brennstoffzelle. Wie haben Sie dieses Thema in Ihr Unternehmen integriert? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine zweite Säule des Unternehmens ist das Systemlösungsgeschäft, wo wir Applikationen schaffen für unsere Kunden, intelligente Applikationen schaffen. Und jetzt habe ich mir einfach mit meinen Mitarbeitern nochmal die Gedanken gemacht, was bedeutet das in der Zukunft für Energieversorgung, für mobile Systeme? Und da ist in uns der Gedanke gereift, dass es ganz toll wäre, wenn wir eine Energiemodulwechselstation hätten. Und je nach Aufgabenstellung können wir das richtige Energiemodul holen, um zum Beispiel die Reichweite für so ein mobiles Assistenzsystem zu verlängern. Und dort ist eben auch der Gedanke gereift, lass uns das mal probieren. Wie könnten wir eine Brennstoffzelle in so ein Fahrzeug einbinden? Und die Idee kann man sehr schön auf dem Messestand der SAW Eurodrive umgesetzt sehen. Wir haben eine Batterie, eine Energiemodulwechselstation. Wir haben dort ein Modul für Lithium-Ionen-Batterie und wir haben eine Methanol-Brennstoffzelle dort integriert. Und je nach übergeordnetem Auftrag mit weicher Reichweite holen wir das passende Modul. Wir sind in der Lage, vollautomatisch das Modul einzuführen in so ein mobiles Assistenzsystem. Wir nutzen dann die Vorteile der berührungslosen Energieübertragung, das heißt keine Stecker in diesen Batteriemodulen und übertragen so die Energie der Brennstoffzelle rein in das Fahrzeug. Und das ist ein Highlight, wenn wir sehen, viele Besucher sagen, tolles Konzept, toller Grundgedanke, ist jetzt noch eine Konzeptstudie, aber wir können uns vorstellen, dass wir diesen Ansatz in Fabriken bringen, aber auch in den urbanen Raum bringen, um in Zukunft Stadtquartiere intelligent versorgen zu können. Vielen Dank für den spannenden Einblick, Herr Soder, und noch eine erfolgreiche Messe. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute für Sie und VDMA. Danke. Danke.